Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6 Hellas. Das letzte Mal haben wir den Krieg auch mit Rom und mit Brasilien beendet. Ich glaube, in Brasilien haben wir überhaupt nur noch einen einzigen. Bin mir nicht ganz sicher. Brasilien hat, glaube ich, nur eine Stadt. Zumindest kenne ich nur eine Stadt, was weiß ich. Ja, nachdem Ägypten und China als erste ziemlich schnell ausgeschert sind aus dem Krieg, ziemlich rasch eigentlich aus dem Krieg raus sind, ohne dass sie irgendwie Schaden angerichtet hätten, und wir Rom gegenüber unsere Macht demonstriert haben, indem wir eine von seinen Städten zerstört haben und eine erobert haben, nämlich Bordeaux. Da ist überhaupt eine sehr hübsche Stadt, glaube ich mal. Was haben wir denn da alles? Keine Ahnung, was das alles ist. Wir haben auf jeden Fall irgendwelche Zentren und wir reparieren gerade auch irgendwas und ja. So. Bombarde ist dran. Na gut. Du bleibst auch stehen. Schibernakel. Fregatte. Was ist denn daher? Ah, genau, diese Fregatte wird jetzt diese Feldkanone unterstützen, wenn wir Grönland auseinandernehmen. Das ist eine gute Idee. So, wir haben Quellen erhalten. Haben wir das? Na gut, soll sein. Du bleibst stehen. Dann gehst du nach daher. Kann ich dich jetzt transportieren? Wieso kann ich dich nicht mehr transportieren, in eine andere Stadt transferieren? Wieso geht das nicht? Schaß. So, was kannst du jetzt machen? Ah ja, stimmt. Du hast jetzt 74% statt nur noch 50%. Technikbonus. Einen Bonus einschließlich Sanitätsversorgung stehlen. Finde ich gut. Da wollen wir Mittel abschöpfen. 28% es besteht das Risiko, dass die Mission scheitert. 9% besteht das Risiko, gefangen genommen oder getötet zu werden. Ah, gute Chancen. War das jetzt doof? Weil in der Gegend haben wir eh so viel Wasser, also zumindest Essen sollte nicht das Problem darstellen. So, Karawelle. Wie gesagt, du schaust dir das ganze Gebiet da hinten noch an. Vielleicht finden wir ja auch Neuseeland oder so Sachen wie die Osterinseln. Wer weiß. Gut, du haben wir gleich mal gesagt, schicken wir dann doch runter in Richtung Süden. Boah, per Wasser sind die doch um einiges schneller. Das ist so traurig. Gut, Bordeaux. Versammlungshaus. Was ist ein Versammlungshaus? Ah, das ist wahrscheinlich das, was sie mit dem Dings können. Das ist das, was der Protestantismus kann. Plus 2 Produktion, plus 3 Glauben, plus 1 Bürgerplatz. Klingt gut. Aber vielleicht sollten wir mehr reparieren. Den Hafen zum Beispiel. Oder die Bibliothek.
Mhm. Da haben wir ein Sägewerk, das ist auch ein Sägewerk. Da haben wir Felder. Ja, okay, wir haben da diese Armada noch. Gut. Ja, mögen tut uns keiner. Die anderen Leute haben gerade Dings entdeckt. Haben gerade das Great Barrier Reef entdeckt. Gut, bombardet, die bleibt stehen. Oh, du hast irgendwie gar nichts zu tun hier mehr. Finde ich nicht richtig. Wir könnten natürlich hier noch was herbauen. Hey, die Händler sind jetzt plötzlich LKWs geworden. Finde ich nett. Wir könnten dir aber auch natürlich daher gehen. Und diese Schafe abbauen. Das sein. Ja, da ist glaube ich was voll. Schaut glaube ich was vor. Mhm. Ah, verstehe. Ich bin so ein Idiot. Da kommt keine Liste, sondern ich muss einfach die Stadt an... Oh Gott. Ich bin so ein Trottel. Meine Güte, bin ich ein Depp. So, was bauen wir hier? Wir könnten eine Schiffswerft bauen. Das sind schwierig. Händler. Wir brauchen Händler. Wir reparieren die Uni.
Das schaut schon wieder besser aus, nachdem die Bibliothek repariert ist. Bordeaux ist ziemlich hinüber. Nein, wir geben euch nichts davon. Noch immer nicht. Oh, sie würde mir sogar einen Spion geben. Das ist interessant. Oder wollte sie von mir einen Spion? Hm, was weiß ich. Egal. Wir lehnen auf jeden Fall ab. Gut, vielleicht sollten wir euch verschanzen. Das heißt, du kannst bis daher fahren. Allianz abgelaufen. Naja, dann machen wir das doch noch einmal. Was hältst du davon? Schon gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber drei Gerichte. Freundschaft mit Amerika, Allianz mit China, echt jetzt? Mount Everest. Ja, durch die Allianz wahrscheinlich. Naja, du magst keine Dings. Aber was hältst du davon, wenn du mir Elfenbein gibst für, sagen wir, Eisen und Pferde? 6 Gold für 30 Runden. Sätze von 5. Nein? Na okay. Machen wir doch glatt. Athen hat noch niemanden, der drinnen steht. Wir produzieren das Bolschoi-Theater, aber dann nicht spawnen. Kunstmuseum. Oh. Wir haben da nichts für diese Dinger. Verstehe. Na super. Kunst bräuchten wir. Wo ist der Michelangelo, wenn man ihn sucht? Wo ist der Michelangelo? Ich hatte doch Michelangelo. Wo ist der wirklich hin?
Wo ist mein Michelangelo hin? Na super. Ah, da ist er. Ah, den habe ich so hingeschickt. Haha, das war klug. Ich bin ein Idiot. Okay. Ja, dich auch einfach so hersetzen. Dich daher. Und du fährst von da ganz oben ganz runter. Yay! Wir haben das Seeland entdeckt. Schafe. Super, dabei stimmt das gar nicht. Die Schafe sind von den Europäern eingeschleppt worden. Mhm. So, was bauen wir als nächstes? In Argos. Wir könnten... Hey, wir haben plus zwei Annehmlichkeiten. Wir brauchen Wohnraum. Woher kriegen wir Wohnraum? Wow. Woher kriegen wir Wohnraum? Haben die Wohnräume? Ja, die haben Wohnräume. Schau dir was an. Eine Kaserne, es geht am schnellsten. So, warte mal. Wir können rein theoretisch hier dreimal Dings bauen. Drei Bauernhöfe. Ist das klug? Das wird uns den Bonus geben. Drei Bauernhöfe im Karo heißt, jeder Bauernhof produziert zwei mehr. Yes. Ah, okay. Du kannst machen, was immer du willst. Nach diesem ersten Krieg habe ich keine Angst mehr vor dir. Das Pantanal ist die komplexeste intertropische alluviale Ebene des Planeten und vielleicht okay. Das am wenigsten bekannte Gebiet der Welt. Wir haben ein Naturwunder entdeckt. Das Pantanal, was immer das Pantanal ist. Repetiergewehre sind lauter als Worte. Ich weiß auch nicht, wo wir es entdeckt haben. Mhm. Wir können einen Stranger bauen. Weil wir einen Spion dort haben. Deswegen kennen wir es. Ihr habt einen Casus Belli für einen Kolonialkrieg gegen Qin Xiang Di erhalten. Schaut was an. Haben wir das? Wie das? Lass uns mal reparieren, was wir da kaputt gemacht haben. Michelangelo, yay. Wir haben es doch noch hier geschafft.
sixtinische Gebäude gebaut. Ah, da haben wir Sachen, sogar drei Sachen Platz. Finde ich gut. Man kann auch drei Sachen bauen. So, was können wir machen? Quellen beschaffen, Hochposten, Mittler abschöpfen. Machen wir zuerst Quellen beschaffen, dadurch wird das einfacher. Ich fürchte, wir können keine Technologie stehlen bei denen. Die sind zu schwach. So, Blue Plutch. Charles Darwin suchte die Galapagos-Insel. Bevor wir dann da Blödsinn machen, bleiben wir da stehen. So, machen wir Wirtschaftssuche als nächstes natürlich. Oh, die haben schon Dampfschiffe, die Römer. Schau dir was an. So, wir haben zwei Gesandte. Wohin können wir die schicken? Irgendwie würde ich ganz gern wissen, wie viel der Stärkste hat dort. Sieht man das auf den ersten Blick? Ich muss immer bis daher gehen und dann sehe ich, dass der zwei mehr hat als ich. Katago bin ich stärkster. Banda Brunei hätte ich ganz gerne. Boah, der hat 5 dort. Da muss ich lang arbeiten dran. Was hättest du gerne? Ein Heureka für Stahl. Was? Eine Eingebung für den Klassenkampf. Soul könnte ich auch kriegen und das ist eine wissenschaftliche religiöse Bekehrung, kann man wohl vergessen. Ich frage mich gerade, ob man das irgendwie wieder los wird, diese Quests. Wenn wir Soul nehmen würden, was würden wir da als Spezialding kriegen, wenn wir souverän sind? Wenn ein neues Zeitalter beginnt, verdient ihr ein zufälliges Heureka aus diesem Zeitalter. Na okay, das ist jetzt nicht so besonders. Kann zwar dazu führen, dass dann irgendeines... Sowas kann Buenos Aires als spezielles Ding. Eure Bonusressourcen verhalten sich wie Luxusgüter und bieten eine Annehmlichkeit pro Art. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da schaffen wir es jetzt nicht, den Souverän zu machen, aber wir würden knapp dran kommen. Und das war's. Plus ein Gold für die Handelswege. Soul könnten wir souverän werden, einfach. Auch
hoffen wir, dass es doch klappt. Unser Verbündeter ist da vielleicht nicht ganz so glücklich mit uns, aber um ehrlich zu sein, ist mir das wurscht. Und wir kriegen eh bald wieder 3 neue Gesandte. Ah, das haben wir jetzt gerade geschafft. Das sind die 2 gewesen. Okay, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Spion-Dings gewesen. In der Stadt Athen wurde ein Spion des chinesischen Kaiserreichs während der Mission Mittelabschöpfen getötet. Das finde ich gut. Vielleicht sollte ich Spione allein deswegen einsetzen, damit sie abwehren andere. Hey, wir haben das Atomzeitalter. Man stolpert nicht über sein Erbe. Es ist da und will erkundet und geteilt werden. Was wir Soul jetzt gerade vorhin genommen haben. Kulturerbe. Euer Volk ist so begierig, das Kulturerbe auszuprobieren. Bla bla bla. Und will erkundet und geteilt werden. Finde ich gut. So, was haben wir da? Brauchtumstourist. Plus 100% Tourismus durch große Kunstwerke und Artefakte. Finde ich gut. Ist auf jeden Fall besser als die Wissenschaftsboni, die wir uns genommen haben. Mhm. Nein, ach Gott. So, der einflussreiche großen Persönlichkeit hat 9 wissenschaftliche Ideen freigeschalten. Habe ich das für Plastik? Na schauen. Meines Eires wieder eine neue für Kernspaltung. Und Laventa will, dass wir eine Akropolis bauen. Finde ich auch gut. So, Korinth braucht Wohnraum. Argos braucht Wohnraum. Und Bordeaux braucht Wohnraum. Naja. Gut, du bleibst mal stehen. Du baust weiter an Kunstwerken. Den David finde ich gut. Eine weitere Skulptur wäre ganz gut. Wahrscheinlich hätten wir dann einen Themenbonus. Themenbonus verdoppelt Ertrag, wenn Objekte desselben Typs von unterschiedlichen Künstlern ausgestellt werden. Das heißt, wenn ich 2 weitere Reliquien... Ah, jetzt zahlt es sich dann möglicherweise aus, zu handeln mit den anderen. So. So, das heißt, wir müssen Urbanisierung nehmen. So, jetzt haben wir da 3 und das sollte einen Bonus bringen, was die Nahrung betrifft. Blöder Amerikaner, geht da weg. Das ist mein Australien, das ich besiedeln will. Irgendwann, vielleicht. Ich glaube, ich brauche mehr Schiffe. Hey, wir haben einen Ranger gekriegt. Das ist ja cool.
fährst du auch gleich darüber. Das dürfte irgendeine Aufklärungseinheit sein. Darwin fährt in die gleiche Richtung wie wir. Ihr habt eine Quest für den Stadtstaat Karthago abgeschlossen. Hey, das ist ja cool. Wir sollten einen Ranger bauen für euch, oder wie? Schaut fast so aus. Finde ich gut. Finde ich gut. Militärakademie bringt auch noch einen Wohnraum. Wir könnten natürlich auch einen Campus bauen. In Korinth. Und zwar, wie wäre es mit hier? Keine Ahnung, ob das Sinn macht, aber wir machen es einfach mal. Einfach weil Korinth es kann. Und vor allem den Platz dazu hat, im Gegensatz zu den anderen Städten. So, reparieren wir den Hafen. Oder sind das... Ach, das Industriegebiet natürlich. Idiotisch, das hätte ich als erstes reparieren sollen. Das ist das, was Produktion bringt. Dadurch wären die anderen schneller repariert worden. Gut, an dieser Stelle, Herrschaften, machen wir wieder Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Oder gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.